So, und damit hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Forza dann hier in Horizon 3 heute mal mit diesem. 3, 2, 1. So, damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Forza dann hier in Forza Horizon 3. Heute diesem wunderschönen Freitag, morgen sogar mal, und das um 10:30, ja. Bin drauf gestanden, das gibt's ja gar nicht. Und dieses Mal heißt der Die Perfektion. Horizon möchte ein paar Fahrmanöver bewundern, das hoffe ich doch auch. Oder ihr wollt meine Unfähigkeit, dieses Spiel zu spielen, bewundern. Ja, dann wird das muss so ein Nissan, ist das ein 240 SX? Ich glaube schon. Einer von dieser Haier da, ein Auto, schon mit Bodykit, ist auf jeden Fall nice, mit Rocket Bunny. Kann man sich ja mal gönnen. Wäre dafür sagen, auch noch wieder ein Porsche zu gewinnen. So, das erste wäre, die erste Herausforderung, Überholspur. Holen Sie 3 Sterne in einer Blitzerzone, um 150.000 Credits zu erhalten. Ja, ist okay. Fahren wir vor. Verführen Sie 10 Windschattenfähigkeiten, um 55.000 EPE zu halten. Ist eigentlich auch relativ easy. Dann Wolke 7. Verführen Sie 30 Dreifach-Überholenfähigkeiten, um 3 Dose zu erhalten. Und im Porsche Endstation gewinnen Sie eine Meisterschaft, um den Porsche 944 Turbo zu erhalten. Sind alles erstmal soweit nicht so übertrieben schwer. Und wir fangen an mit den Windschattenfähigkeiten. Und wir brauchen an sich heute auch mal ein schnelles Auto, auch für die dreifach überholen Dinger und so, ne? Für die 3 Sterne in der Blitzerzone. Deswegen habe ich mal hier den Huayra BC geschnappt. Folge 100. Kann man machen, ne? Der hat auf jeden Fall genug Leistung. 800 PS. Das ist ein dicken AMG-Motor. 12 Zylinder. 2 Turbolader. Ich glaube, das sollte reichen, ne? Jawohl, Windschatten, zack, wieder rausgehen. Alter, was machst du denn da? Junge. Dann krieg ich die wieder. Ja. Jawohl, easy. Wir haben zwar verloren das Rennen, aber ist mir scheißegal. Ja, das ging ziemlich zügig. Jetzt machen wir die 3 Sterne in der Blitzerzone. So, mal schauen, welche ich da denn nehme. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, welche wir wieder nehmen. Ich sortiere erstmal alles. Nein, das wollte ich nicht kaufen. Alles aus und wir machen die Blitzerzonen an. Okay, auf Ford haben wir natürlich keine. Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn wir das machen. Okay, dann haben wir noch in der Stadt da unten eine. Warte mal hier. Okay, 42 sollte machbar sein. Wir machen die, aber ich werde mich mal so ein bisschen hier oben entworten. Wir brauchen noch ein bisschen Anlauf. Das sollte machbar sein. Auf jeden Fall. Ja, nur 288? Zumindest im Free Mode. Bin ja aber schon bei Gold schneller durchgefahren in der Zone. Geschätzt. Also da war ich dann bei locker 300. Ich glaube auch sogar mit dem Wagen. Weil der hat einen Kurvenspeed, das ist nicht mehr normal. So. Hoffe ich jetzt auch keinen Verkehr in der Zone. Wenn ja, haben wir ein Problem. Zumindest wenn da viel Verkehr ist. Oder welcher, der ziemlich blöd ist. Ziemlich blöden Stellen. Gut. Schon mal Nummer 1. Das war sogar vor der Zone. Okay. Vielleicht links oder rechts vorbei, ist die Frage. Oh ja, na. Jetzt geht das ja nicht mehr. Und es wird noch angezeigt wurde. So jetzt. Kein Ding. 256, nicht besonders schnell, aber recht für den Stern auf jeden Fall. So, kurz abwarten. Easy heute. Heute richtig easy. So, dann müssten. Was wir noch unten abwarten, bis das da weg ist. Schon Geld bekommen wieder. So gefällt mir das. Wenn wir auch schon ein Wheels bin. Ja, leider nicht, schade.
Dann fehlen jetzt noch zwei Sachen. Die 30 dreifache Überholen-Fähigkeiten. Die muss man auch, denke ich mal, während der Meisterschaft machen. Und die können wir jetzt auch gleich quasi direkt hinterherfahren. Weil das braucht er eigentlich nicht. Der fährt sich so schon ziemlich gut. Achmal PS, das ist ja auch nicht gerade wenig. So, Standaufstellung mal gucken. Heurer WC, was hat noch mit? Euer WC, achso, ich habe noch einen vergessen. Euer WC, gut. Glaube, der Wheels bin ja Todes. Das kann lustig werden, Leute, das sage ich euch. Okay. Letzter ist hier Bescheid, ne? Das war ziemlich gut. Akzeptabel zumindest. Nein, Alter, das war knapp. Ja, ich hab's bekommen. Leider einen halben Meter zu weit links. Ja, Fliegengang war gut. Das können wir noch. Ja, das könnten wir vielleicht noch schaffen, extra zu werden. Oder zumindest halt Podium. Angelehnt. Ey! Ich weiß, der will ja natürlich auch ein bisschen nach links. Deswegen, haben es auch nicht so schön. Die bei Manchester United. Ein bisschen mit mehr Kontakt hier die rennen. Muss aber leider manchmal sein. Weißt du, da gibt es einen dritten Gang auf Vollgas, weiß ich, von 28 km/h oder so. Der dreht einfach trotzdem vorne keiner durch. Das war scheiße. Der Wagen ist nicht normal. Ich denke, wir wissen, was er von Nordschleife fahren würde oder fährt. Ist ja doch auch schon mal gefahren. Ich glaube, die Zeiten wurden bisher nicht veröffentlicht. Gott, ich hätte das aber schon mal. Aber da geht noch was auf jeden Fall. Echt geile Strecke, finde ich. Fahre ich richtig gerne. Ist ja einen dritten angemacht. Ich finde das sogar besser. Ja, hier vor die kriegen wir, glaube ich, noch. Wenn ich nicht so viel Scheiße baue. Wenigstens einer von kriege ich noch. Ja, ich hab's gut. Ja, mein Gott. Was mache ich da? Natürlich immer schon weit außen fahren, ne? Weil das natürlich am meisten bringt. Vor allem so über Bordschirm, so übers Gras, über den Fußgängerweg. Zweiter werden, ja? Das reicht mir schon. Nee. Wird nur Zweiter. Aber immerhin. Ich habe mir schlimmer berechnet. Sagt denn die Rundenzeit? Rundenzeit, die ist eigentlich ziemlich gut. 55,1, ja. Also vielleicht sieht es zu den anderen. Natürlich geht auch deutlich besser das alles. Das ist keine Frage. Aber im nächsten Rennen werde ich einen Sieg sehen, Leute, ne? Ein Sieg. Nichts Geringeres als ein Sieg.
das nächste Rennen wird es wahrscheinlich jetzt mit Musik geben. Also, erstmal Wheelspin natürlich. Was da als nächstes steht? 600. Da ist dann ein Wheelspin machen. Das nächste wird es halt schön mit Musik geben. Dann sehen wir uns wahrscheinlich beim dritten oder Ende des dritten Renns wieder. Ich muss jetzt theoretisch nicht Erster werden. Und wenn ich Erster werde, dann muss, glaube ich, dieser Typ da, der 40 Punkte hat, mindestens Vierter werden. Oder zumindest halt mindestens 8 Punkte weniger als ich haben. So, Stapel ist gut. Moin. Nein, Mann, ich wollte die Kurve so schön nehmen. Och, Mann. Ich weiß natürlich, ja, aber. Oh. Okay, danke. Danke, danke, danke. Die Kurve sogar genommen, aber nein. Ja, ich weiß, ich war nicht gerade fair. Ich muss mal nach vorne kommen. Sonst geht es ziemlich zügig. Gott, ey. Ja, es ist noch früher morgen. Abschneiden. Ja, der Sprung ab, die zweite Runde jetzt auch. Wow. Die können euch den Checkpoint auch wirklich am Ende der Straße machen. Also, auch ein Gehweg kann ja auch sein. Ja. So. Das wird beschleunigen. Auch mit Wheelspin. So. Cool, hab ich gut genommen, die Kombination. Die KI eigentlich immer scheiße. Oh Gott, das hab ich ja scheiße genommen, verbremst. Ich bete, dass dieser Mister irgendwas nicht gut ist. Die Kurve finde ich richtig geil hier, die Zack. Zack kann man schön eng nehmen eigentlich. Ich check die KI einfach nicht. So. Zack, das Gras ein bisschen. Der Sieg ist klar. Nur halt, dass dieser Mr. S irgendwas, weiß ich mal, wie der hieß, was der wird. Das ist entscheidend. Aber bitte. Bitte, Verwatzer. Gönn's mir. So, geschafft.
Wo ist der überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Hier ist doch Mr. und dann S. irgendwas. Ich weiß nicht, wo der ist. Mir egal. Ich bin Erster. So gefällt mir das. Doch, den dritten haben wir geschafft. Den Porsche. Aber da oben fehlt noch was. Wolke 7. Den Retter holen, Dinger. Ich kann aber, glaube ich, auch relativ gut beim Kopfrennen machen, denke ich mal. Ja, ich versuche nochmal eins. Mein Pärchen. Bald 600. Na, geht doch. Geschafft. Okay. So, dann werde ich beenden. Das habe ich nicht zu Ende. Leider war da wieder beim Fortsetzung ein Schreibfehler. Denn im Fortsetzung selber in diesem Menü stand 30 dreifache Rollenfähigkeiten. Aber bei den Erfolgen, was ich übersehen habe, stand nur 3. Ja, zwischen 30 und 3 ist doch so ein kleiner Unterschied, ne? War das nicht ganz so schwer eigentlich. Also bei Kopf-Kopf-Rennen geht das irgendwie nicht, da habe ich es nicht geschafft. Also nur bei jetzt einem normalen Rennen, der Volkstrack, aber hier. Lass mal ausmachen, die Scheiße. Also dann gucken wir mal kurz, wir müssten eigentlich... Genau, wir haben alles geschafft. Deswegen natürlich kommt jetzt noch der Porsche. Ist es wieder Porsche-Zeit hier in Forza, und zwar mit dem 944 Turbo. Natürlich ist es ein Turbolader der Porsche. Nicht ziemlich fett. Ja, optisch gewinnt er sicherlich keinen Schönheitspreis, das Ding. Man hat hier Klappscheinwerfer vorne. Sieht halt von Porsche ziemlich untypisch aus. Und ja, von Heck auch dieses Heckscheibe, diesen Spoiler, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. In der Bewerbung kann ich euch auch gar nicht mal so viel erzählen. Ich guck mal kurz bei den Daten, ob ich da wirklich was auslesen kann. Also, der Karren wiegt 1,4 Tonnen. Hat Frontmotor Heckantrieb, 2,5 Liter großen Motor. Ich denke mal, vom Sound her würde ich sagen 4-Zylinder, ich weiß aber nicht. 350 Newtonmeter ist ordentlich, 184 kW, das sind 200, ja, 260, 70, 80 PS, ja, so ganz grob. Also schon mal nicht gerade wenig, das Ding. So, beschleunigen, ne? Warte. So, aus dem Stand mit Vollgas. Pack da. Ich werde das tatsächlich wie ein Vierzylinder. Kann sein, dass es ein Sechszylinder ist. Wahrscheinlich auch ein Boxermotor. Obwohl. Ich kenne keinen einzigen Porsche, der den Boxermotor in der Front hat. Das wäre der erste. Ja, ist halt 89, ne? Also schon ein wenig älter. Fast 30 Jahre. Genau, 28. Schon ziemlich alt, ne? Hallo. Zweiten Gang, na gut, braucht er ein bisschen. Turboloch, das finde ich geht eigentlich noch. Der reagiert noch relativ gut. Das ist kein irgendwie riesiger Leistungsschub irgendwie vorhanden. Dass man merkt so, ach, jetzt kommt der Turbo richtig hart. Ja, wie viel Ladedruck haben wir überhaupt? Wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Guck mal, 0,76 ist ja eigentlich nicht so viel. Was Sound? Wenn es ein Vierzylinder ist, ist es ziemlich geil. Wenn das ein Sechszylinder ist, ist das ziemlich scheiße. Ja, so einfach kann es gehen, ne? Und wirklich äußerlich, mir gefällt er wirklich überhaupt nicht. Für mich sogar eigentlich einer der hässlichsten Porsches, muss ich leider mal so sagen. Der ist Porsche, finde ich, überhaupt nicht gelungen. Das war was Neues, klar, oder was anderes. Aber das... Nee. Hat vorne und hinten nichts. Das ist wirklich bei weitem nicht so schlimm, wie jetzt, weiß ich, ein Multipler oder so. Oder so eine UTI, die auch ziemlich hässlich finde. Aber das ist nicht Porsche, was ich so mag und gewöhnt bin. Aber trotzdem, an sich noch ein cooles Auto. Werde ich auch wahrscheinlich noch verkaufen. An einen Kumpel von mir. Und zwar an den Micha, der ist ja gerade im Urlaub. Und zwar sogar bei mir in der Nähe. Da habe ich auch schon mit ihm getroffen. Und er wollte den Wagen ja haben. Das ist jetzt aktuell nicht an der Expo, weil er im Urlaub ist. So werde ich mir den Wagen wahrscheinlich verkaufen. Für halt wenig Geld. Weil ich glaube, er mag ihn viel lieber als ich. Oder der Wagen ist bei ihm besser aufgehoben als bei mir. Aber trotzdem, schön, dass er im Spiel drin ist. Porsche ist natürlich immer geil. Einfach weil das ein Porsche ist. Ja, dann war es auch in der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns auch hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Oder bei einem anderen Video. Was ihr wollt. Dann noch einen schönen Tag wünsche ich euch und tschüss!